Hallo und herzlich willkommen hier in der Zentralbibliothek der TU und der Bibliothek der UdK. Welche Services bieten wir vor Ort und wie sieht die Bibliothek eigentlich von innen aus? Folgen Sie unserer Studentin bei ihrem ersten Besuch. Hier im Foyer stehen Körbe für Sie bereit, damit Sie alles, was Sie in der Bibliothek benötigen, bequem mitnehmen können. Für alles Weitere gibt es die Schließfächer. Beginnen wir unseren Rundgang ganz oben in der vierten Etage. Auf jeder Etage gibt es eine Information. Dort helfen wir Ihnen gerne bei Ihren Fragen. Hier bekommen Sie auch den Schlüssel zu einer Bücherbox ausgeliehen, in die Sie Ihre Arbeitsmaterialien und ausgeliehene Bücher einschließen können. Auf allen Etagen finden Sie verschiedene Arbeitsplätze. Schauen Sie sich um und finden Sie Ihren Lieblingsarbeitsplatz. Natürlich haben wir auch jede Menge Bücher und Zeitschriften. Diese sind je nach Fachgebiet auf den Etagen verteilt. In der vierten Etage befindet sich die Bibliothek der Universität der Künste. Ein besonderer Ort ist hier die Mediathek. In der Mediathek finden Sie DVDs, CDs, Schallplatten und Videokassetten verschiedener Genres, die größtenteils ausleihbar sind. Zudem können Sie hier alle von Ihnen bestellten, nicht ausleihbaren UdK-Medien vor Ort anschauen. Diese können Sie auch in unserer TV-Lounge genießen. Nicht ausleihbare TU-Medien werden in der dritten Etage an der Information bereitgestellt. Auch manche Fernleihen sind hier nur zur Einsicht vor Ort verfügbar. In der zweiten Etage befindet sich der Normen-Infopoint. Alle Fragen rund um Normen können Sie gerne an der Information stellen. In der ersten Etage befindet sich als erster Anlaufpunkt das Informationszentrum. Zudem ist hier das Copy Center. Hier können Sie kostenfrei scannen und kostenpflichtig kopieren und drucken. Neben dem Copy Center finden Sie fürs gemeinsame Arbeiten einen großen Gruppenarbeitsraum sowie unsere Vitra Lounge. Im Untergeschoss befindet sich das Zeitschriften-Freihand-Magazin. Hier stehen größtenteils ältere Jahrgänge von Zeitschriften, sowohl von der TU als auch von der UdK. Wenn der Weg in die erste Etage zu lang oder es dort zu voll ist, hier befinden sich ebenfalls zwei Scanner zur freien Benutzung. Im Erdgeschoss befindet sich die Leihstelle. Bevor wir dorthin gehen, hier noch einen Tipp für TU-Studierende. Es gibt eine Lehrbuchsammlung, wo wir in großer Stückzahl Lehrbücher für Sie anschaffen, die nur von TU-Angehörigen ausgeliehen werden können. Alle Lehrbücher gibt es für Nicht-TU-Studierende mindestens einmal auf unseren Etagen. Direkt vor der Leihstelle befindet sich der Selbstabholbereich. Hier warten Ihre bestellten ausleihbaren Bücher. Zum Ausleihen nutzen Sie einfach einen von den Ausleihautomaten. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an unsere Leihstelle wenden. Wir hoffen, wir treffen Sie bald in der Bibliothek. Wir unterstützen Sie gerne während Ihres Studiums und darüber hinaus. Fragen Sie uns vor Ort, über den Chat oder telefonisch.